Beziehe Stellung über die Skara. Das ist jetzt bei dir kein Sonnenzorn? Ja. Beziehe Stellung über Niskara. Ja. Ja. Alle Mann dort oben! Beginnt mit dem Bombardement! Das ist echt ein Raumschiff. Ja, es ist ein Raumschiff. Ja. Das Bombardement beginnen. Bemannt die Artilleriekonsole und benutzt die Batterien der Teufelshammer, um die Legionsstreitkräfte unten auszulöschen. Bist du auch hier irgendwie zusammen? Also ich bin hier, aber ich glaube, du bist nicht hier. Während ihr die Dämonen mit der Artillerie der Teufelshammer ausdünnt, bereite ich unsere Truppen vor. Benutzt einfach die Konsole hier. Ach, hier ist bei mir ist jetzt hier Altruis. Wo bist du denn eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ich muss jetzt die Konsole da hinten benutzen. Ja, warte mal, ich gucke erstmal. Wir haben ja hier alle möglichen dabei, bevor ich irgendwas benutze. Ich guck mir das erstmal genau an. Er sieht ja verdammt cool aus. Dann haben wir Akama zusammen hier. Können wir Fürst die brennende Ida Legion besiegen. Korvas Blutdorn. Guck mal, es ist jeder am Start hier, Valyria. Echt? Hast du die Konsole schon benutzt oder was? Wie nein, noch nicht. Ich geh mal nach hinten. Ui, da stehen sie alle. Reihenglied. Ja. Befehl sein. Matronenmutter der Illidari. Jace Düsterweber ist natürlich mit von der Partie. Und ich habe alles geopfert. Alari. Was habt ihr aufgegeben? Die Seelenfresserin. Ich liebe, um den Illidari. Die haben halt nicht viel zu sagen. Die sind alle. Belaf Dämmerklinge ist da. Die sind alle da, gell? Wer ist das hier? Tiad und Sana. Fürst Illidan kennt den Weg. Blutbrief. Ich habe alles geopfert. Come on. Wir sind mit der ganzen Armee hier. Gell? Und Ariana Feuerherz von den Illidari. Gardun, der ist mit seinen Aschezungen und Mimidonen. Und ich such bei mir Akama. Der steht ganz am Anfang. Nee, bei mir nicht. Bei mir steht er unter dem Raumschiff. Okay. Also ich habe mir jetzt hier alle angeschaut. Wenn du so weit ready bist, gehe ich jetzt nach vorne. Wir müssen die Batterien der Teufelshammer benutzen. Wir müssen Karia, Teufelsseele und Varedes. Das sind die beiden, denen wir die Artefaktwaffen weggenommen haben, aber die konnten sich ja immer wieder retten, gell? Und. Ja. Vor allem sind ja auch Dämonen mit unsterblichen Seelen. Ich habe Akama einen Plan für den Untergang der Legion. Also bei mir ist er. So unter dem Deck. Okay. Ja, wollen wir dann weitermachen oder hast du da noch irgendwas? Nö, nö. Ah, ich rede mal mit Altruis, mal gucken. Mein Leben dient einzig. Mal gucken, was der Unterschied ist. Der brennenden Legion. Also Altruis sagt zu mir, die Zeit ist gekommen. Die Invasion von Niskara ist der Lohn all unserer Opfer und Pläne. Führt uns zum Sieg. Und? Denkt immer daran. Ja, auch. Die Zeit ist gekommen. Die Invasion von Niskara ist der Lohn für all unsere Opfer und die Erfüllung von Illidans Traum. Führt uns zum Sieg. Was habt ihr aufgegeben? Ach, der hat Illidans Traum nochmal erwähnt. Lasst euch nicht von der Macht der Legion. Okay, wollen wir die Steuerkonsole benutzen? Artilleriesteuerung. Ja. Okay, dann jetzt. Wow, was geht jetzt ab? Jetzt können wir. Wir haben einen Artillerieschlag. Und orbitales Bombardement. Wow, du kannst hier alles wegschießen hier, ey. Ja. Die haben jetzt gleich gar nichts zu melden. Die Teufelshammer macht hier alles platt, ey. Gell? Wollen wir das gleich wieder zusammen abschließen? Sagst du mir Bescheid, wenn du 90% hast? Steht nicht nur herum und wartet auf den Tod. Greift an! Entfesselt die Verwüster! Ah, Karia hat sich gemeldet. Verwüster der Legion. Die mache ich jetzt selber. Tue ich jetzt selber verwüsten. Ui. Ich bin jetzt bei 88 und du? Nichts nutze. Ich hatte eben 90 und dann direkt schon 100. Ich werde euren Tod genießen. Oh. Und ich sage jetzt. Ich bin auch gleich fertig. Sprecht mit Altruis dem Leidenden, um eure Streitkräfte einzusetzen und nutzt danach eure Fähigkeit Gleiten, um zum Treffpunkt unten zu gelangen. Okay. Da bist du jetzt auch, gell? Ja. Steuerkonsole brauchen wir erstmal nicht.
Wir können eigentlich nur mit Altruis bzw. Kane. Ja, ich kann euch sehen. Was wollt ihr? Also erteilt, ich kann nur den Befehl erteilen, wir müssen dort runter. Sollen wir jetzt das machen? Ja, Valeria hat sich hier, das sieht auch verdammt cool aus. Die hat jetzt die Gelegenheit hier genutzt, das für Screenshots. Guckt euch das mal an hier. Oh, das sieht echt cool aus. Ja. Irgendwie schon, ja. Okay, dann geben wir mal den Befehl. Valeria, warte mal. Erteilt den Befehl, Altruis, wir müssen dort runter. Ja, jetzt. Volk Elidari, hört mich an! Hört mich an. Die Zeit ist gekommen. All unsere Anstrengungen, all unsere Opfer haben uns hierher geführt. Akama, ihr und die anderen bleibt zurück, um die Teufelshammer zu verteidigen. Ihr fünf, kommt mit dem Champion und mir. Die Skara erwartet uns. Okay. Wir sollten es... Ja, ihr Narren! Kommt herunter! Springt in euren Tod! Wir müssen jetzt einmal da runtergleiten, ja? Bist du auch gerade am Gleiten? Ja. Schade, dass sie jetzt einem nicht mitgleiten. Die sind jetzt irgendwie auf einmal weg. Ja. Das sah bestimmt auch cool aus. Soll ich jetzt hier in das Gebäude reingleiten? Nee, ist da noch irgendwas? Nee, da unten. Da ist so ein grünes Feld. Ach, da ist Altruis. Ja, die sind alle schon hier unten. Die haben schon... Guck mal, die haben schon alles tot gemacht. Gut, ja. Ihr habt es geschafft. Gut, ihr habt es geschafft. Okay, jetzt müssen wir... Jetzt stehen die schon mal alle hier bereit. Wen haben wir denn? Wir haben Jace hier dabei. Asha Rahmenruf, Alari die Seelenfresserin. Und Korvas Blutdorn. Bedaf Dämmerklinge. Das sind ja so ziemlich alle die wichtigen Personen, die wir auch als Champions haben oder noch kriegen werden, ja? Genau. Azeroth darf nicht fallen. Also vergleichen wir nochmal Altruis mit Kane. Vielleicht gibt es ja mal einen Unterschied und es ist einfach ein bisschen mehr. Ihr habt alle Dämonen hier vernichtet, aber es warten noch viele auf uns. Wir werden durch ihre Leutnants warten müssen, wenn wir an Caria und Varedas herankommen wollen. Ihr müsst es nur sagen und wir werden anfangen. Wir haben unsere Befehle ausrücken, sollen wir machen? Ja, jetzt. Ja. Tod der Legion, Illidari. Ihr kennt euer Ziel. Angriff! Und ich muss es mit der Rakete mit. Töte die Leute aus Caria und Varedas und schütt alle Portale. Es wird keine Vergebung geben und keine zweite Chance. Oh, die kämpfen. Hier ist so Belat dabei. Oh, hier muss man ja einige Sachen machen, gell? Jetzt fängt es erstmal hier an, ey. Wow! Ich hab's gar nicht gemerkt. Aber war ich tot? So irgendwie? Ich mach da so rum und denk mir, ja, jetzt blende ich mal das Interface kurz aus. Aber war ich tot? Krass. Warte mal, ich guck mal gerade auf die Karte, ob es hier irgendwelche Schätze gibt oder so. Ja, weil das ist... Nee, das wäre es ja gewesen. Da drin waren die schon und haben alles zerstört, oder was? Vielleicht muss man hier so nach und nach. Hier sind die immer noch am Kämpfen. Ich muss erstmal Alari, der Seelenfresserin, helfen und allen. Ja, jetzt gibt's aber Ärger, ey. Fleischfresser. Aber man merkt auf jeden Fall, das ist Finale, Valeria. Hier ist das Finale. Hau ab, du Vieh, ey. Und der eine zaubert auch die ganze Zeit. Okay, ein Fleischfresser, den Aufsehen, Seelenverfolger. Hier ist der Aufseher. Alle Sterblichen werden die Seelenmaschine antreiben. Ich muss jetzt mal den Wärter kaputt machen. Der Aufseher hat jetzt eben gemeint, ja, kommt nur her, schaut, was ich für euch habe. So, jetzt komme ich zum Aufseher.
Den kennen wir schon, ja. Den seine ganzen Felder. Jace kämpft mit dem, der kriegt nicht so viel Schaden wie ich. Euer Tod ist nah. Ach, wir müssen die Portale ja auch zerstören. Ach, lol. Valyria, gell? Ja, ja. Ich hab schon eins. Und wurde dabei getötet. Okay. Ich bin jetzt hier mal beim... Ich habe ja schon zwei freigesetzt. Bang. Eigentlich müssen wir den ganzen Ort hier zerstören. Genau, das hier ist noch das zweite. Wow. Bang. Ich will nicht sterben. Jetzt kommen noch diese komischen Teufels. Was sind das für welche? Ach komm. Bleib doch fort, ey. Ey, jetzt haut die ab. Das gibt's doch jetzt nicht. So, jetzt habe ich schon das dritte Portal. Ah ne, das vierte. Oder? Oh, ich hatte eben gerade direkt. Hier ist der Seelenverfolger, der ist im Kampf. Was ist denn das hier wieder, ey? Mit Asharam-Ruf, Korvas Blutdorn. Ich habe alles geopfert. Ja. Und Altruis. Für einen Schaden manchmal reinhauen. Diese Runde. So. Jetzt muss ich eigentlich nur noch zwei Portale. Hier ist doch mal, guck mal, die reiten noch alle dahin. Überirdische Portale zerstört. Ach, dahin sind noch die letzten zwei Portale. Ups. Wie sieht's bei dir aus? Ich töte hier gerade einen Seelenverfolger. Okay. Ich muss hier noch die zwei Portale töten und dann hab ich's gestört. Oh. So. Ich werd von der Lampe angezogen. Das vierte Portal. Eine weitere Seele für dich. So viele Fragen und so wenig Zeit. Kommt immer diese ganzen Werte. Ja. Sag mal Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin jetzt beim letzten Portal. Gut. Sprecht mit Altruis vor der Kommandozentrale, wo Karia und Varitis hinter einer Teufelsbarriere geschützt sind. Ach so, für... Ihr denkt wirklich, wir treten einfach beiseite? Ihr habt die Reise umsonst gemacht, Dämonenjäger. Umsonst gemacht? Das werden wir ja sehen. So, bei dir wird's natürlich, ist es natürlich jetzt hier wieder... Kane, gell? Jetzt können wir wieder mit dem reden, oder? Ja. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Redest du auch gerade mit Kane? Nee, ich kämpfe gerade mit so zwei komischen... Wo, auf dem Weg dahin, oder was? Ja. Jemandem blind. Ah gut, dann warte ich noch ein bisschen. Ja, ich hab's getötet. Jetzt rede ich mit Kane. Alles klar, guck mal, ob es hier einen Unterschied gibt. Karia und Varedes verstecken sich in dieser Kommandozentrale. Das schaffen wir nicht allein. Vielleicht solltet ihr Akama anweisen, die Teufelshammer in Stellung zu bringen und diese Teufelsbarriere unter Feuer zu nehmen. Okay. Ja, stimmt so. Ich gehe nochmal, ich guck mir das nochmal genau an, ey. Bevor ich da jetzt starte. Die sind da hinten da irgendwo, oder was? Da kommt man nicht durch. Nee. Okay, Valyria, machen wir weiter, hm? Ich habe alles einverstanden. Geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Wir müssen da rein, bevor sie am Ende noch entkommen. Denkt immer daran, es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der Legion. Befehlt der Teufelshammer, sich in Position zu bringen und auf die andere Kommandozentrale zu feuern.
Das wird die Teufelsbarriere zu Fall bringen und den Zugang ermöglichen. Okay. Akama, bringt die Teufelshammer in Position und diese Teufelsbarriere zu Fall. Kurs gesetzt. Ihr solltet einen Schritt zurücktreten. Einen Schritt zurücktreten, Valeria. Okay, gucken wir uns mal an, wie das hier so einschlägt. Kann man die jetzt über uns sehen? Ja, die kommt, guck mal, die ist über unseren Köpfen gerade. Wow, wow, die feuert gleich. Die feuert gleich. Wir kriegen euch. Jetzt ist es. Jetzt kriegen wir sie dran. Ihr werdet alle drei voll zugrunde gehen. Vor allem ihr, Champion. Ich glaube, Varedes töten ist besser. Kämpft, unterhaltet mich. Kil'jaeden ist auch noch irgendwie dabei. Der ist im Hintergrund, gell? Ja. Varedes. Komm, jetzt Metamorphose und Gutes, ey. Spürt das reinigende Feuer! Wo ihr hintretet! Boah, wir kämpfen jetzt alle gemeinsam gegen die beiden, ey. Passt auf, wo ihr hintretet. Ja, die wiederholt sich. Passt auf, wo ihr hin... Ja. Sterbt. Hier, ich schütze erstmal meine Leute hier. Boah, was ein Kampf. Was für ein Dämonier-Kampf ist es. Passt auf, wo ihr hintretet. Ja. Ich würde gerne das Interface ausblenden, aber ich weiß nicht, wie gefährlich die sind. Also ich tue es. Das erlebe ich noch. Okay. Ah, du hast ja auch auf Tank jetzt geskillt, gell? Ja. Dann kannst du es dir auch ein bisschen eher erlauben, ey. Ja, das stimmt. Ja, ja. Oh, was für ein Rum... Ich mach Karia platt. Die nervt mich gerade. Was für ein Rumgehopse das hier ist, ey. Komm, hilf mit. Pass du auf, wo du hintretest. Ja. Ja, Karia hält auf jeden Fall mehr aus, weil die ist ja in der Tankform. In Rachsucht. Ich mach die jetzt platt. Oh, jetzt ist sie tot. Passt auf, wo ihr hintretet. Ja, ich passe auf, wo ich hintrete. Die wiederholt sich ganz schön, ne? Ja, deswegen hab ich sie als erst gekillt. Nur weil die irgendwelche Siegel auf dem Boden macht. Ja, pass mal auf, wenn sie tot ist. Huh. Nun gut, Illidari, euer Schicksal ist besiegelt. Ihr werdet mit eurer Welt sterben. Meinst du? Können wir mit irgendeinem von denen reden? Nee. Die sind erstmal sprachlos. Also, Karia und Varedes sind tot. Sprecht mit Alterus und lasst euch von Matronenmutter Malisia zurück auf die Teufelshammer bringen. Wo ist denn Alterus? Ist der draußen? Ach, der ist da hinten. Wer hat denn mit uns alles jetzt gekämpft? Alari, Belat, Korvas, Asha. Fürst Illidan kennt den Weg. Und Jace Düsterweber. Ich gehe erstmal dahin, wo der Kil'jaeden stand. Du bist auch schon fertig, oder? Nö, ich kämpfe noch gegen den Varedes. Okay. Ich guck mir erstmal das hier an, wo der Varedes, wo der Kil'jaeden nehmen. Aber er meint ja nur, wir werden sterben mit unserer Welt.
hier eigentlich auch irgendwo runter, oder was? Nee, das ist versiegelt. Gut, Valyria ist jetzt auch fertig. Dann können wir jetzt nach draußen gehen und mit dem zweiten Leutnant oder Offizier reden. Bei mir ist es ja Altruis. Okay. Ist draußen geblieben. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Es ist vollbracht. Die Teufelsseelen sind tot und nun endgültig Geschichte. Wir können jederzeit zur Teufelshammer zurückgehen, sobald ihr bereit seid. Ist bei dir auch so, gell? Ja. Ja? Ich bin soweit, Altruis. Kehren wir zur Teufelshammer zurück und springen wieder nach Madum. Malicia, bringt uns hier weg! Okay. Selbstredend, Schätzchen. Wie bringt ihr uns jetzt hier weg? Schätzchen. Tylos, initiiert unseren Sprung nach Madum. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Also komplett zu Hause. Zu Hause, zu Hause. Ein kleiner Abstecher nach Niskara. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Ja, was habt ihr aufgegeben? Die Invasion von Niskara. Wir waren heute siegreich. Karia und Varidas sind tot. Und wir haben der brennenden Legion ein klares Zeichen dafür gesetzt, dass sie auch auf ihren eigenen Welten niemals sicher vor uns ist. Das gehört gebührend gefeiert. Doch erst... zu guter Letzt. Ich glaube, ihr wisst bereits, was ich euch mitteilen möchte. Ich denke, es ist an der Zeit, Alari und Jace als eure Champions zu berufen. Die beiden haben bei der Planung und Vorbereitung der Invasion von Niskara eine bedeutende Rolle gespielt. Sie haben es sich verdient. Bessere Champions werdet ihr nicht so einfach finden. Okay, Alari, die Seelenfresserin und Jace, Düsterwämmer, endlich! Alari und Jace zu euren Champions zu machen, war längst überfällig. Sie haben sich bewiesen. Das sind die letzten beiden Champions, die wir bekommen können. Okay, wo ist denn... Die sind beide unten, Valyria, gell? Ja. Ja. Und da hätten wir auch gesehen, Cerah hat auch wieder... Das ist der letzte Teil der... der Geschichte mit Illidan. Das kommt eigentlich auch noch, aber jetzt machen wir erstmal die Ordenskampagne fertig. Weil die Ordenskampagne... Beziehungsweise die Klassenkampagne, die ist ja für jede Klasse unterschiedlich irgendwie. Ist der nicht hier irgendwo? Sind die bei dir? Jace ist normalerweise unten. Oh, ja, der ist unten bei Loramos. Ja. Die genau. Alari. Jace ist hier unten, genau. Kommst du auch? Reden wir ist mal du mit bei Jace? Ihm. Mein Leben ja. dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. So. Ja, mich? Ihr wollt mich als einen eurer Champions? Natürlich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Sagt mir einfach, wo ich hingehen und was ich tun soll. Dann könnt ihr es als erledigt ansehen. Okay. Jace, diese Rachsucht-Dämonenjäger, ja, der ist auf jeden Fall auch cool. Ich diene euren Interessen und denen der Mann, rennt der schnell weg. Verfügt über mich. Der bleibt bei mir. Ja, der redet doch erstmal gerade. Ah. Okay. Wo haben wir denn... Ach, jetzt sehe ich Alari, die hier rumläuft, wie immer. Kennt den Weg. Wie immer hier unten. Azeroth darf nicht fallen. Oh, Champion Alari, die Seelenfresserin. Wie geschickt von euch, euch das Beste für den Schluss aufzuheben. Alari grinst schelmisch. Ganz im Ernst, ich fühle mich sehr geehrt, dass ihr mich ausgewählt habt. Ich habe das Gefühl, dass uns das Schlimmste noch bevorsteht. Wir müssen wachsam bleiben und der Brennlegion ein Ende setzen. Wow. Alari, die Seelen... Wir haben gemeinsam so viel durchgemacht. Natürlich nehme ich an. Natürlich nehme ich an. Oh, die flitzt auch direkt nach oben, Valyria. Ich geh mal hinterher. Tja, dann können wir wieder mit Kane bzw. Altruis reden, ne? Bist du dann auch hier? Nö. Guck, wie sich hier alle hinstellen. LOL. Valyria, komm mal hoch. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Jetzt haben sich wirklich alle... Oh. Alle aufgestellt, ey. Jetzt fangen die gleich alle zu tanzen.
sind einfach die gesamte Illidari-Armee versammelt. Guck mal, wir können noch. Ich würde euch lieber töten als ansehen. Aber fangen wir klein an. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Haben die noch was zu sagen? Legion. Mein Leben dient einzig dem Untergang. Guck mal hier, bei der, wo wir reparieren Legion können, Falara Nachtweise. Illidari-Steuermann, was ist eigentlich, was hat der für eine Quest? Wir sind alles, was zwischen was der anderes. Legion und unserer Vernichtung steht. Isal Weißmond, Illidari-Lehrerin. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Okay. Ich denke mal, wir reden jetzt mit unserem zweiten Anführer hier, oder? Ja. Weil eigentlich sind wir doch die Anführer, so wie ich das verstanden habe. Ziehen wir unsere Waffen. Jetzt gibt es nur noch eine Sache, um die wir uns kümmern müssen. Ich bin der Schlechter. Wir sind hier versammelt, um eure Erfolge als unser Anführer sowie die von euch erbrachten Opfer zu würdigen. Hört zu, während die Illidari und Illidans Diener euch würdigen. Oh, aber vorher guck ich mal, was kriegen wir da alles? Einmal ein Relikt. Okay, das kann man für beide Waffen nehmen. Ja, ein dämonisches Artefakt gelegt. Dann gibt es den Rächer Dornetz, den Rächertitel. Dann gibt es die Weste des Abgrunds. Oh. Den größten Ruhm mit 3000 Artefaktmacht. Und 5000 Ordensressourcen, Valyria. Cool. Cool. Gut, ich mache jetzt mal annehmen. Mal gucken, was passiert. Denkt immer daran. Es gibt kein höheres Ziel als... Illidari! Diener Illidans! Hört mich an! Wir versammeln uns heute, um einem Anführer Respekt zu zollen, der uns ehrenvoll und mit eisernem Willen geleitet hat. Wir haben den Sargerit-Schlüsselstein zurückerobert, uns Kil'jaeden widersetzt, sind in eine Legionswelt eingefallen und konnten unsere Erzfeinde Karia und Varedes Teufelsseele niederstrecken. Für diese und zahllose andere Erfolge sollt ihr, Champion, eine unserer höchsten Auszeichnungen tragen. Den Titel des Rächers. Den Titel des Rächers. Da kann ich auch mal jubeln. Der Sieg ist unser. Der Sieg ist unser, Valyria. Mach du auch mal jubeln. Ich bin der Schlechter. Zum Sieg. Auch gut. Okay. Azeroth darf nicht fallen. Mit euch als Anführer haben wir einen Sieg nach dem anderen erstritten. Wir dienen euch mit Freuden und sind bereit, alles in euren Namen zu opfern. Ehre sei Schlechter. Donnerzorn und Valyria. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Okay, jetzt gibt's immer noch eine Sache. Noch eine Sache. Zu guter Letzt und dann noch eine Sache, Valyria. Gut gemacht. Ach, jetzt kommt das mit unserer verstärkten Artefaktklinge, Valyria, hä? Gut gemacht, Schlechter. Nun seid ihr wahrhaftig der Anführer der Illidari. Aber da wäre noch eine Sache. Treffen wir uns an der Schmiede. Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwältigen. Oh, ich muss immer mit ihm mitzuhalten. Oh. Valyria... Zu guter Letzt, endlich kriegen wir jetzt unsere verstärkte Artefaktlinge, dass sie auch mal wirklich danach aussieht, ey. Treffen wir uns an der Schmiede. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Ausgezeichnet, das wird euch gefallen. Die Waffe eines Helden. Ich freue mich, berichten zu können, dass die Verbesserungen an der Schmiede abgeschlossen sind. Wenn ihr bereit seid, werden wir sie benutzen, um die wahren Kräfte eurer Waffe freizusetzen. Tretet näher zur besagten Stelle an der verfluchten Schmiede der Nathrezim und erhebt eure Waffen hoch in die Luft. Ah, da, jetzt kriegen wir endlich die Artefaktvorlage Hand der Illidari und die Wappenschneider der Illidari. Okay. Todesse, Champion. Im Zuge des Feldzuges gegen die Legion sahen wir mit an, wie eure Verbindung mit eurer Waffe stärker und stärker wurde. Mit den Ressourcen, die wir erbeuten konnten, sind wir in der Lage, das volle Potenzial dieser uralten Klingen zu erwecken. Erhebt eure Klinge vor der Schmiede und werdet Zeuge der Macht, die sie ihr verleiht. Ja, ich will die Macht haben, Valyria. Jetzt müssen wir nur unsere Waffen heben.
Wo soll ich hingehen? Ach, hier, in den Kreis. Nicht? Ach, hier, der ist. Ach, das muss ich ja anklicken. Tapferkeit der Kommandanten. Habe ich gar nicht gesehen. Boah, na endlich! Auf dass euer vernichtender Zorn unseren ewigen Feind in Stücke reißt! Boah, Valyria. Jetzt, das sieht auf jeden Fall mal ein bisschen besser aus, gell? Ja, auf jeden Fall. Vor allem kriegen wir dann auch später auch die Möglichkeit, das anders als in Grün zu benutzen zur Abwechslung, aber okay. Azeroth darf nicht fallen. Mögen die neuen Kräfte eurer Waffen euch gut dienen. Falls wir uns nicht wiedersehen, sterbt wohl. Okay. So, wir haben ja noch eine zweite Artefaktvorlage bekommen, gell? Hm. Das muss ich mir mal angucken. Ich glaube, also wenn... Wo kann man denn nochmal die Vorlagen ändern? Hand der Lidari haben wir bekommen. Boah, in Blau sieht es auch ziemlich cool aus. Ich wechsle gerade mal die anderen Artefaktwaffen haben, die wir von der Karia bekommen haben. Weil dafür haben wir doch auch eine andere Vorlage gekriegt. Und zwar Wappenschneide der Illidari. Genau. Sieht auch ziemlich cool aus. Okay, Leute, das war jetzt die Ordenskampagne. Es gibt natürlich noch, zwar nicht unbedingt das Letzte, es ist nur, soweit es halt verfügbar ist. Dann haben wir natürlich auch Brustteile bekommen. Ich finde, die sieht bei mir verdammt lustig aus. Ich kann es mal kurz anziehen. Also, ist echt ein bisschen zum Schießen. Pass mal auf. Jetzt sehe ich aber aus wie ein Vogel. Guck mich doch mal an. Ich weiß auch nicht, ey, also... Ich sehe aus wie... Bei mir sieht es besser aus. Ich tue das halt immer wieder in den Wappenrock der Illidari verändern, ja. Das, wie ich es gerade momentan anhab. Robe der Illidari, ich finde, die sieht irgendwie cool aus, aber das sehe ich aus wie ein Vogel. Guck mal, ich bin jetzt hier so ein Vogel. Und vor allem, was uns auch noch aufgefallen ist, dadurch, dass wir es abgeschlossen haben, wir machen ja jetzt hier um einiges mehr Schaden, ja. Also wir haben jetzt hier bei beiden Waffen, haben wir den dritten Artefakt-Relikt, konnten wir jetzt einsetzen und da ist da teilweise die Waffe von 805 oder 6 auf 850 hochgegangen. Das ist ein unheimliches Upgrade, ja. Also unheimlich viel stärker. Das sieht man ja auch, wie unsere Waffen jetzt aussehen, oder? Ja. Um einiges. Okay, Leute. Ich denke, wir machen beim nächsten Teil machen wir weiter mit Cera, weil die wird wahrscheinlich wieder das mit Illidan weiterführen. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Ja, bin ich mir relativ sicher. Macht's gut. Bis dann. Ihr habt euch wohl. Wieder.